Und so eine Leber zeichnet sich beim Ballangeln aus, weil sie ganz stark nach Blut, nach Leberextrakt, nach den Dingen einfach riecht und diese Duftstoffe und kleinste Partikel von sich gibt, auf die ein Wels steht. Heute gehen wir Welse füttern. Kommt mal mit. Auf der Suche nach einem aussichtsreichen Angelplatz, um vom Ufer aus mit einem ganz speziellen Köder Welse zu fangen. Ich habe das nicht heute vor, ich habe das auch nicht morgen vor, vielleicht übermorgen oder dem Tag danach, denn ich will erstmal zuvor ein bisschen anfüttern. Ich bin jetzt hier überall durchs Gebüsch gesträucht. Finny kommt da hinten gerade nach. Ich glaube, andere Angler sind hier an diesem Ufer noch nicht unterwegs gewesen. Drüben ist alles so ein bisschen bebaut. Aber hier bei uns drüben ist komplette Wildnis. Da kommt sie. Und das ist ganz wichtig für mein Vorhaben. Denn ich will mit einem ganz, ganz speziellen Köder anfüttern. Und die Welse dann auch vielleicht so an den Platz hier gewöhnen. Ich habe jetzt gar nicht viel heute Abend dabei. Ich habe eine Rute dabei mit einem schweren Blei. Damit werde ich jetzt ein bisschen an aussichtsreichen Plätzen den Boden abtasten, ob ich irgendwo ein Loch oder irgendwas finde. Und ich habe noch meinen Rutenhalter dabei, um mir irgendwo hier die Brennnesseln und die Dornen ein bisschen wegzuhacken und einen kleinen unauffälligen Weg zu machen, den die anderen Angler, die vielleicht auch hier unterwegs sein werden, nicht finden. Dieser Platz hier sieht für mich ganz interessant aus für das Vorhaben. Auf der anderen Seite drüben seht ihr schon ein bisschen. Liegt ein großer toter Baum im Wasser. Die Strömung kommt von rechts nach links. Der kleine Fluss fließt jetzt hier so runter. In der Mitte ist wie so ein Dreher. Die Strömung fließt nach oben hinter dem Baum, bricht dann und geht nach unten weiter. Und hier vorne bei mir am Ufer steht das Wasser fast, eine ganz ruhige Strömung. Ich weiß noch nicht genau, ob es hier auch tief genug ist. Ich brauche schon eine Wassertiefe von mindestens 1 Meter, 1,50 Meter für mein Vorhaben. Schauen wir mal. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen loten und mir mal ein Bild unter Wasser von dem Platz hier machen. Über Wasser sieht es hier schon sehr, sehr interessant aus. Ist alles geboten, worauf eigentlich ein Waller steht. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Mit dem 1,50 Meter am Ufer werde ich wahrscheinlich nicht ganz hinkommen, aber
draußen, wie ich es mir gedacht hatte, in dieser Außenkurve drüben, wo ihr auch die Steine am Ufer seht, wo auch der tote Baum drin liegt, dort ist es relativ tief. Ich schätze mal so 2 Meter, 2,5 Meter. Von der Absinkdauer her, die mein schweres Blei braucht, bis er auf dem Grund aufschlägt. Und wenn ich jetzt langsam das Blei hier reinhole, merke ich richtig, wie es so eine Kante hochhüpft. Das wird immer flacher, aber der Boden ist relativ fest, obwohl das Wasser hier vorne bei mir am Ufer steht. Also kein Schlamm. Hier vorne bei mir am Ufer müsste so circa 1 Meter tief sein. Es wandert also ganz langsam hoch. Und solche Kanten sind ganz interessant für mein Vorhaben. Vor allen Dingen Bereiche in dem Fluss, wo die Strömung gebrochen wird und das Wasser zu stehen beginnt. Schauen wir jetzt nochmal den Baum hier an, rechts von mir. Der hängt schön übers Wasser drüber, wie es da drunter unter den Ästen aussieht. Hier vorne, wo die Äste rüberhängen von dem Baum, da hat es 1 Meter. Und richtig knochenhart. Ich merke richtig, wie das Blei hier langsam die Kante hochhüpft. Ich denke, das ist der richtige Platz, um den Versuch zu wagen, hier die Welse anzufüttern. Da drüben, genau gegenüber von mir, hier in der Kurve oberhalb des Flusses, sind Häuser. Und Häuser sind natürlich immer ein Indiz dafür, dass dort Leute wohnen, ganz klar. Und wahrscheinlich auch Leute angeln, sofern sie einen Angelschein haben. Auch das ganze Ufer auf der anderen Seite ist gemäht. Da ist irgendwie ein bisschen Verkehr. Vorhin sind auch ein paar Fahrradfahrer vorbeigefahren. Bei mir hier drüben, komplettes Dickicht. Also ich glaube echt nicht, dass hier viele Angler herkommen und sich die Mühe machen, hier was freizuschlagen und sich dann nachts hier in so ein unwegsames Gelände setzen und probieren, einen Waller zu fangen. Ich werde es probieren. Hier drin habe ich meinen Köder, den ich auch gleichzeitig zum Füttern benutzen werde. Dreimal dürft ihr raten, was es ist. Ich habe euch den Köder schon mal vorgestellt. Ich habe auch an diversen Seen und Teichen bei mir zu Hause mit dem Köder schon Erfolg gehabt. Und hier ist jetzt der nächste Versuch, die nächste Probe aufs Exempel, ob er hier auch fängt. Es handelt sich um ein relativ großes Päckchen, was ihr im Supermarkt bekommt. Fini ist schon ganz heiß drauf. Die steht jetzt schon hier und schnuppert. Es handelt sich um Leber, Schweineleber. Und so eine Leber zeichnet sich beim Ballangeln aus, weil sie ganz stark nach Blut, nach Leberextrakt, nach den Dingen einfach riecht und diese Duftstoffe und kleinste Partikel von sich gibt, auf die ein Wels steht. Und die Leber eignet sich auch hervorragend, um damit anzufüttern und die Fische wirklich richtig auf den Geschmack zu bringen. Ich habe jetzt hier in der Tüte ein gutes Kilo. Das kostet 2,30 Euro beim Metzger, also nicht viel Geld. Ich werde mir jetzt hier ein paar Happen rausholen. Boah. Ist schon ein wirklich sehr heftiger Geruch. Einen so einen Lappen werde ich heute füttern, den werde ich davor zerteilen. Fini, geh mal auf die Seite. Das ist nichts für dich, du hast schon dein Abendessen gehabt. Einen so einen Lappen werde ich heute füttern, den werde ich jetzt davor zerteilen. Morgen Abend werde ich nochmal zum Füttern herkommen und dann werde ich den ersten Ansitz wagen. Leber hat eine relativ zähe Konsistenz, sie haftet gut am Haken, also eignet sich auch hervorragend für das Uferangeln, könnt ihr gut werfen. Wie die Montage genau aussieht und wie die Leber am Haken befestigt wird, das zeige ich euch dann, wenn wir hier zum Angeln kommen. Aber heute wollen wir erstmal füttern. Ich schneide mir da jetzt so ein paar Stücken runter, nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Aber trotzdem schöne Brocken, um den Wels bezürzen zu können. Denn auf diese
Brocken hier, auf diese Leberfetzen, geht alles, was sich hier im Fluss tummelt. Da gehen die Weißfische drauf, da geht der Döbel drauf, da gehen die Aale drauf, da geht vielleicht auch ein Zander ran. Also die Fische stehen darauf. Das kennt ihr ja auch beim Karpfenangeln oder auch beim Raubfischangeln gibt es viele Lockmittel mit Leberextrakten drin. Und wenn wir die Leber in ihrer natürlichsten Form im Original anbieten, kann es ja nichts Besseres geben. Ich schneide mir da jetzt ein paar Brocken ab. 5-6 Stück, die komme ich aus so einer Seite raus. Und das reicht auch, um hier einen leckeren Futterteppich zu legen. Besser gesagt, eine leckere Futterspur. Der Geruch ist schon gewöhnungsbedürftig. Da kam gerade ein Fisch. Da ist gerade ein guter Fisch gestiegen. Ich zeige euch mal noch schnell die Wellen. Ich will da jetzt nicht behaupten, dass es ein Wels war. Aber es war ein schwererer Fisch. Vielleicht war es auch ein Karpfen. Aber auf jeden Fall ist hier auf dem Uferstreifen hier drüben, wo ich mich jetzt befinde, wesentlich mehr Aktion als auf der anderen Seite. Auch wenn der Fluss nicht sehr breit ist, aber die Fische wissen dann schon, wo sie gefahrlos fressen können und wo eventuell ab und zu mal ein Angler vorbeikommt. Deswegen werde ich diese Leberbrocken beim Füttern auch gar nicht jetzt weit rausschmeißen. Ich werde hier unter dem Baum ganz ufernah 4-5 Meter raus die Brocken anfüttern. Und ich denke, oder ich hoffe besser gesagt, dass da auch ein Wels vorbeikommt und die Teile findet. Wichtig ist bei dem Füttern mit Leber, dass ihr definitiv in einem Gebiet unterwegs seid, wo die Strömung nicht zu stark ist, am besten das Wasser fast steht. Also das Angeln mit Leber funktioniert sehr gut an Teichen oder an Seen oder wie gesagt an Flussgebieten, wo Strömung auf stehende Bereiche trifft, das Wasser relativ ruhig ist, denn dort ziehen sich auch immer wieder die Fische zurück, um Ruhe zu finden und Nahrung zu suchen. Das reicht vorerst, morgen Abend komme ich zurück. Ich werde nochmal eine gute Ladung Leberbrocken füttern und dann in 2-3 Tagen werde ich den ersten Ansitz planen und ihr seid auf jeden Fall dabei. Jetzt muss ich mir nochmal irgendwo die Hände waschen, denn so kann ich auf die Straße hier nicht zurück. Wenn ich so aus dem Wald komme und es kommt mir jemand entgegen, könnte das komische Blicke mit sich ziehen. Da bin ich wieder. Heute bin ich etwas früher zum Füttern da. Gestern Abend war es ja schon relativ spät, aber heute Abend habe ich keine Zeit, deswegen muss jetzt die frühe Nachmittagszeit herhalten. Ich habe eben noch mal genau aufgepasst, ob neue Fußspuren oder irgendwas da waren. Denn leider gibt es ja Angler, wenn die sehen, dass irgendwo jemand füttert. Ich wurde gestern auch von der anderen Seite von einem Fahrradfahrer gesehen, muss aber kein Angler gewesen sein. Aber es gibt Angler, wenn die sehen, dass irgendwo jemand füttert, dann setzen die sich einfach mal auf den Platz oder gucken mal, was da los war. Aber hier drüben hat mich keiner entdeckt. Gestern Nacht kam noch ein bisschen Regen dazu. Ich wollte jetzt noch mal schauen, ob der Fluss ein bisschen angestiegen ist. Das Wasser ist ein bisschen drüber geworden, aber der Wasserstand ist relativ gleich geblieben. Besser ist es natürlich immer zum Abend hin, also zu der Zeit, wo wir auch vermuten, dass die Welsen langsam aktiv werden zu füttern. Weil die Leber halt schnell im Wasser auch ausgewaschen wird, ihre Geruchsstoffe freigibt und natürlich auch zahlreiche andere Fische darauf stehen. Aber heute Abend geht's nun mal nicht.
Deswegen muss jetzt der Nachmittag herhalten und dann werde ich vielleicht morgen Abend schon den ersten Ansitz planen. Ich muss jetzt nur aufpassen, weil zu der Zeit sind natürlich jetzt noch mehr Leute am Gewässer unterwegs als sonst. Finny erntet schon wieder das ganze Gras da unten. Ist ja eigentlich toll, wenn man einen Hund hat, der sich hauptsächlich von Gras ernährt. Da spart man einen Haufen Hundefutter. Die restliche Leber, die von gestern übrig war, habe ich umgepackt und zu Hause in den Kühlschrank gelegt. Das ist ganz wichtig bei der Leber, das ist hier nicht so wie beim Kalamari, wo man ja sagt, dass der relativ lange mal in der Sonne reifen soll, weil er dann richtig krassen Gestank entwickelt und die Baller richtig drauf stehen. Ich finde es besser, wenn die Leber so frisch wie möglich bleibt, denn so fängt sie meiner Meinung nach am besten. Ich werde jetzt wieder ein ganzes Stück hier nehmen und mir dann ein paar Happen rausschneiden. Geruchlich ist das Ganze schon eine Explosion. Aber irgendwas muss ja dran sein, ne? Warum die Waller und auch viele andere Fische so drauf stehen. Schneidet die Brocken auf jeden Fall, wenn ihr mit füttert, nicht zu klein. Denn wenn ihr jetzt ganz kleine Stücke abschneiden würdet und es kommt ein Karpfen, ein Döbel, ein Aal, vielleicht sogar irgendwelche Weißfische vorbei, die ziehen die euch sofort auch weg vom Futterplatz. Und so knabbern die Fische zwar dran rum und lenken vielleicht auch durch dieses Verhalten die Aufmerksamkeit des großen Jägers, des Wallers auf sich. Also ruhig, schöne, große Brocken. Der Waller zieht die auf einmal sich weg. Aber die anderen Fische haben dann schon zu tun. Saugen da dran rum, knabbern da dran rum. Kriegen auch die Leber irgendwann klein. Und für den Waller wird auf jeden Fall was liegen bleiben. 6 Stück habe ich mir aus dem Brocken jetzt hier rausgeschnitten. Und werde die wieder hier im vorderen Bereich unter dem Baum da drüben anfüttern. War's schon. Leber ist im Wasser und kann jetzt ihre Wirkung entfalten. Gesehen hat mich auch keiner. Mein Futterplatz bleibt weiterhin geheim. Vielleicht werde ich morgen Abend, da habe ich auf jeden Fall Zeit, schon den ersten Ansitz wagen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Finny ist schon wieder am Gras fressen, wie eine Kuh, absoluter Wahnsinn. Wird jetzt schon langsam dunkel, ich wollte eigentlich ein bisschen früher raus, hab's aber nicht geschafft, hat noch einiges daheim im Büro zu tun, aber ist ja kein großer Act. Hab ja auch nicht viel Zeug jetzt dabei und will auch nur ein paar Stunden bleiben. Was habe ich mit? Rutenhalter, Hammer. Falls ich ihn nicht in den Boden reinkriege, was Schnelles zum Abendessen. Kopflampe, ein Messer für die Leber, kleine Tacklebox, um die Montage jetzt noch schnell zusammenzubauen. Natürlich die Leber, die wird jetzt schon langsam interessant, war zwar wieder daheim im Kühlschrank, aber hat jetzt schon sich geruchlich etwas weiterentwickelt. Und meine Rute. Ich werde nur mit einer Rute angeln. Ich denke, das reicht. Ich will ja später wieder nach Hause. Ich werde also nicht am
am Wasser bleiben. Als erstes werde ich jetzt mal die Schlagschnur, die auf der Rolle hier drauf ist, entfernen. Beim Loten mit dem schweren Blei habe ich ja gemerkt, dass keine großen Unterwasserhindernisse da sind, auch keine großen Steine. Und in dem Fall ist dann die Schlagschnur sinnlos, denn durch die Dicke der Schlagschnur kann es auch sein, dass ich beim normalen Plumpsangeln jetzt zu viel Wasserwiderstand erzeuge oder die Schnur sehr auffällig sich im Wasser verhält. Vielleicht treibt auch ein bisschen Gras oder ein bisschen Kraut irgendwas rein. Deswegen in dem Fall brauche ich sie hier nicht. Die mache ich mir jetzt als erstes mal schnell runter. Braucht ihr nicht wegschmeißen, die Schlagschnur. Rollt ihr euch gerade auf, hebt sie auf, wenn ihr dann wieder an einem großen Fluss unterwegs seid, in einer Steinpackung. Da kam eben schon wieder ein Fisch hoch. Also es ist was da hier am Futterplatz. Wie gesagt, hebt sie euch auf, wenn ihr dann mal wieder an einem großen Fluss unterwegs seid, in einer Steinpackung angelt, da könnt ihr sie dann ganz schnell wieder montieren. Ich ziehe sie mir gerade schnell runter, wickel sie so mir hier ein bisschen nebeneinander und dann passiert da gar nichts. Vielleicht sind auch Karpfen unterwegs. Bei dem Leberangeln ist man auch nie vor Beifängen gefreit. Ja? Kann natürlich auch sein, dass wir vielleicht ein Aal, glaube ich, nicht auf den großen Köder. Aber ich habe es auch schon gehabt, dass man mal da einen Karpfen drauf kriegt. Hängt halt immer damit zusammen, wie groß die Brocken sind, die ihr anbietet. Und wir werden definitiv einen Wallerbrocken anbieten. So, Schlagschnur ist runter. Ich habe jetzt hier die S-Line in der 0,55er Stärke auf meiner Stationärrolle drauf. Die Schnur ist vielleicht für dieses Gewässer hier etwas überdimensioniert, aber die Waller stört es in der Regel nicht. Und ich kann mir ja nicht für jeden Trip, den ich mache, oder jedes Welsangeln. Hast du eine Maus gefunden, Fini? Die wühlt sich da durchs Gras. Ich kann ja nicht für jeden Trip, den ich mache, beim Welsangeln immer wieder eine andere Schnur draufziehen. Und mit der 0,55er S-Line bin ich wirklich zufrieden. So, jetzt bauen wir schnell unsere Montage zusammen. Das ist auch gar kein großes Hexenwerk. Alles hier in meiner Box drin. Ich will auf jeden Fall einen relativ schlanken Haken einsetzen für die Leber. Der Power Rig Hook in der Stärke 5-0 mit so einem abgeschränkten Öhr. Den nehme ich ganz gerne für Taubohrmontagen oder Lebermontagen. Für Grundmontagen ist auch kein Riesenhaken, seht ihr ja selbst, aber ist unheimlich stark. Da brennt nichts an. Als erstes werde ich jetzt mal hier, habe schon gedacht, die Glocken habe ich vergessen, aber ihr hört sie ja klingeln. Als erstes werde ich jetzt mein Blei auf die Hauptschnur aufziehen mit einem Siebuhm. Ich habe jetzt nicht so ein schweres Blei im Einsatz, wie ich hier zum Loten benutzt habe. Das sind die schweren Blackhead-Bleie von uns für den großen Fluss, für die starke Strömung, ist aber hier völlig Quatsch. Und hat viel zu viel Gewicht, wenn ich die Montage rauswerfe. Da kann es sein, dass die Leber ausreißt. Ich habe jetzt hier ein Blei mit 110, 113 Gramm. Ganz normales Karpfen-Grundblei in der flachen Form für den Fluss. Ich ziehe jetzt als erstes mal meinen Siebuhm auf. Der dient so ein bisschen als Antitangelschutz, damit sich die Montage beim Werfen nicht verwickelt. Gehe dabei mit der langen Seite nach vorne. Fungiert es wie so eine Art Abstandhalter. Dieses System fliegt super und die Schnur bei einem Biss, seht ihr, die kleidet ganz toll durch. Ans Ende von meiner Hauptschnur kommt jetzt ein Wirbel. Normalerweise würde ich jetzt auch noch eine kleine Perle vorne dran setzen, aber die habe ich vergessen. Wenn es schnell, schnell gehen muss und man nur das Nötigste einpackt, wird man was vergessen. Wirbel wird mit dem Knoten eures Vertrauens der Hauptschnur befestigt. Ich nehme da sehr gerne diesen sogenannten Blutknoten. Hinten dran noch ein kleiner Sicherungsknoten, das auf jeden Fall sich nicht öffnet. Bündig abgeschnitten. Ich teste es jetzt gerade mal, ob es ohne die Gummiperle hängen kann. Nee, es funktioniert. Das ganz Gute an den Siebooms hier ist, dass die oben noch so eine kleine Aussparung haben und ich da nicht Gefahr laufe, dass sich der Knoten da reinzieht. Ich denke, das macht jetzt der ganzen Fischerei keinen Abbruch.
Als Wirbel habe ich einen ganz normalen Wirbel mit einem Karabiner unten eingesetzt, wo ich mein Vorfach schnell ein- bzw. aushängen kann oder wechseln kann, wenn ich eine andere Montage anbieten möchte. Also alles ganz einfach bis jetzt, dieses Plumpsangeln. Ne? Kein großes Hexenwerk. Jetzt hole ich mir hier noch einen Haken raus, Vorfach drauf und dann können wir schon die Leber aufziehen. Ich zeige euch nochmal das Besondere der Hakenform hier. Die Spitze ist vom Schenkel so richtig wegstehend, hat ganz tolle Hakeigenschaften. Das Öhr komplett in sich geschlossen, schön verschweißt und schön groß das Öhr, dass ich auch problemlos meinen Knoten hinbekomme. Vorfach, ich habe schon gedacht, ich hätte das Vorfach vergessen, das wäre es gewesen. Vorfach, ganz normales, geflochtenes Vorfach kommt zum Einsatz, 1 mm stark, 80 Kilo Tragkraft, da brennt hier nichts an. Das wähle ich ungefähr 80 cm lang, das reicht vollkommen. Kommt unten jetzt ein kleiner Knoten drauf, Sicherungsknoten, gehe ich jetzt hier hinten durchs Öhr durch, lege das an, gehe sechsmal zurück und gehe oben durchs Hakenöhr wieder raus. So, jetzt habt ihr eine ganz tolle und sichere Verbindung, wie sie auch Karpfenangler nutzen oder wie auch beim Welsangeln. Dieser No-Not-Knoten ist wirklich top. Ins obere Ende kommt jetzt ein Schlaufe, zuvor wieder ein kleiner Sicherungsknoten, dann darunter eine Schlaufe mit einem Achterknoten, ziehe das mir zusammen, zack, ganz einfach, ganz einfache Schlaufe. So, das Ganze wird jetzt hier unten eingehangen. Und jetzt kommt es zum Anködern des Leberhappens auf unserem Einzelhaken. Und da gibt es ein paar Dinge zu beachten, denn es ist ganz wichtig, dass ihr euren Haken schön in dem Leberhappen versteckt und den Haken in der Leber so befestigt, dass auch bei weiteren Würfen, ich muss in dem Fall hier nicht weit werfen, aber vielleicht seid ihr in einem größeren See unterwegs oder euer Hotspot ein bisschen weiter vom Ufer entfernt, wo ihr die Waller vermutet, dass der Leberhappen auf dem Haken auch Gewaltwürfe übersteht. Und wie ich das mache, zeige ich euch. Das ist alles noch die gleiche Leber, also das gleiche Leberpaket, was ich euch vor 2 Tagen vorgestellt habe, wie ich das erste Mal hier füttern war. Also so eine große Menge für so wenig Geld ist da enthalten. Ich war zwischendurch keine Leber mehr nachkaufen. Ich schneide mir jetzt hier so ein schönes längeres Stück raus mit der Faser, also von oben nach unten. Hier werde ich noch ein bisschen was anfüttern, aber heute nicht zu viel, denn ich will ja einen Fisch, der vielleicht jetzt schon auf dem Futterplatz steht oder zu dem Futterplatz zurückkommt, weil er hier schon ein paar Leckereien gefunden hat, relativ schnell fangen. Und da ist zu viel Beifutter vielleicht ein Fehler. Ich gehe jetzt als erstes mit dem Haken am oberen Ende einmal durch die Leber, stechen komplett durch und ziehe die Leber über den Haken Schenkel nach oben aufs Vorfach. Jetzt drehe ich die Leber, gehe mit dem Haken wieder komplett einmal mittig durch stechen wieder raus, drehe sie nochmal und gehe dann im unteren Bereich mit dem Haken noch einmal rein. Ihr seht, der Haken ist richtig in der Leber versteckt. Im vorderen Bereich guckt ganz leicht hier die Spitze raus. Ich habe also die Leber richtig aufgezogen auf mein Vorfach. Also sie steht oben noch aufs Vorfach raus.
zwei, dreimal durchgestochen mit dem Haken, schön versteckt. Und so habe ich auch eine gute Konsistenz des Köders auf meinem Haken, wenn ich den jetzt rauswerfe. Und es sieht am Grund aus wie so ein Leberhappen, den ich gefüttert habe. Also ihr seht, wenn es jetzt am Grund aufkommt, man sieht die Hakenspitze da nur ganz winzig rausstehen. So, jetzt werfen wir den Happen, den mittlerweile wirklich richtig krass riechenden, stinkenden, ist vielleicht der bessere Ausdruck, Happen raus, genau auf den Futterplatz. Den Welsrutenhalter habe ich nicht wie üblich gerade, senkrecht, sondern so ein bisschen leicht schräg in den Boden hier reingerammt, damit die Wallerrute auch so leicht schräg steht. Ich brauche sie hier nicht, diesen kerzengeraden Stand, weil ich ja keine Boje anangle oder auf weiten Entfernungen spanne. So denke ich, ist die Bisserkennung etwas sensibler. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich hier den Kollege jetzt nicht einsetzen musste. Ich habe nicht genau gewusst, wie es Ufer ist. Aber wenn ihr jetzt abends genau vom Angeln anfangt, hier Rutenhalter reinzuballern, dann kann es natürlich ganz schnell passieren, dass ihr durch diesen Bodenschall, den ihr erzeugt, die Fische in unmittelbarer Nähe hier vergrämt. So, jetzt kommt die Rute ins Wasser. Meine Bremse ist beim Grundangeln mit der Leber nicht so fest eingestellt wie beim Bojenangeln oder beim U-Posenangeln auf weite Entfernung. Ich habe jetzt hier ein bisschen Spiel drin und lasse auch die Schnur etwas schlaff durchhängen. Also die muss jetzt nicht sonderlich stark gespannt sein. Wenn sie ein bisschen durchhängt, legt sie sich schön in die Kante rein bis zum Grundblei. Und jetzt kommt noch ein Glöckchen oben dran, knicklig rein und dann kann man es uns schon gemütlich machen. Finny, hä? Du riechst die Leber an meinen Händen. Wenn wir erstmal jetzt hier runterklettern und die Hände waschen. Apropos runterklettern. Der Uferstreifen hier ist zwar nicht stark von anderen Anglern frequentiert. Und das hat auch seinen Grund. Ich weiß noch gar nicht, falls was beißen sollte, wie ich hier heute Abend runterkomme und den Wels landen kann. Ja, fein. Aber das überlegen wir uns dann, wenn es soweit sein sollte. Jetzt machen wir erstmal noch Glocke und Knicklicht drauf. Für dich drin, du hast schon was gehabt heute. Das Knicklicht montiere ich immer mit der Seite, mit der Lichtseite nach unten. Also die Glocke in dieser Richtung auf die Rutenspitze. Am besten macht ihr sie zwischen die Ringstege. Der hält sie am besten. Und ihr seid auf jeden Fall sicher, dass wenn ihr richtig stark anschlagt, die Glocke nicht gleich wegfliegt. Und ihr seht das Licht von hinten, ganz sicher. Wir räumen jetzt erstmal noch ein bisschen auf. Wird gleich dunkel. Kopflampe. Leberstück werden wir noch füttern. Ich schneide mir jetzt ein paar kleinere Stücke noch runter, als ich gestern gefüttert habe. Einfach so als Leckerli und natürlich auch zum Anlocken durch den Geruch unter Wasser. Damit, wenn ein Waller kommt, der die Leber einsammeln möchte, relativ schnell auf meinen Hakenköder trifft. Aber die beiden Brocken hier, die werfe ich jetzt noch dazu in unmittelbare Nähe meines Hakenköders.
ihr das gesehen? Hier direkt unterm Baum hat sich eben ein guter Fisch gerollt. Ich habe es zu spät gesehen. Ich habe nicht gesehen, was es ist. Aber ich glaube, die Wellen auf dem Wasser, wie er rausgezogen ist, die habt ihr eben noch gesehen. Eine ganz, ganz spannende Atmosphäre jetzt. Bis jetzt ist noch alles still, teilweise sogar ein bisschen gespenstisch. Wir machen Rehe, Fasane, alles Mögliche durchs Unterholz. Es gibt gut Schläge hinter mir hier im Wald. Der Mond steht jetzt hoch, geht langsam auf den Vollmond zu. Wir haben jetzt kurz vor Mitternacht. Ich werde jetzt auch nicht mal allzu lange bleiben. Vorhin hat es ein paar Mal so leicht geklingelt. Aber es war jetzt nichts, dass ich denke, dass die Leber abgefressen sein könnte. Vielleicht ein paar Fische an die Schnur geschwommen, ein paar Karpfen sind noch gesprungen. Aber bis jetzt hat sich noch kein Anwärter auf den Leberbrocken da unten gefunden. Aber es ist wirklich schön, hier draußen zu sitzen. Finny pennt mittlerweile jetzt schon. Die hat, glaube ich, vorhin alle Mäuse hier gejagt, die hier rumrennen. Und vorhin ist sie noch irgendeinem anderen Vieh hinterher. Sie ist erschöpft. Die Stille zu genießen, runterzukommen. Und auch beim Welsangeln ist halt auch nicht jeder Tag oder jeder Abend Fangtag. Wir machen jetzt eine ganz kurze Session. Aber, oh, da war was, da ist was. Das sieht jetzt besser aus. Kommt natürlich das Problem, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Ich muss jetzt hier ein bisschen runter ans Wasser. Ich bin nasse Schuhe. Aber der Leberwaller ist dran. Hier ist überall schon Wasser. Die Kleinen haben Zähne. Das war jetzt eine Aktion. Ganz vorsichtiger Biss. Ist jetzt auch nicht der größte Wels. Aber wollte eigentlich eben abbrechen. Nichts mehr übrig von der Leber. Perfekt hier, Maulwinkel gehakt. Aber man riecht's. Definitiv hat der Leber im Schlund. Bah. Das hat sich doch gelohnt. Die paar Stunden haben sich doch gelohnt. 90 cm schätze ich, einen Meter hat er nicht, aber ist doch ein toller Fisch. Geil.
Leberwels auf so einem kleinen Fluss hier. Cool. Und jetzt geht's heim ins Bett und morgen ziehe ich wieder los zum Metzger und hole mir wieder Leber und teste einen neuen Platz. Denn wo die hier unterwegs sind, sind auch irgendwo Oma und Opa von dem hier unterwegs. Hat auf jeden Fall funktioniert. Alles, was ich dabei hatte, ist schon gepackt. Jetzt geht's heim. Probiert's mal aus mit der Leber. Man darf natürlich nicht immer Riesenwälse bei dieser Fischerei erwarten, aber jeder gefangene Fisch ist doch ein Erfolg. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute für euch, dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.